Hallo und herzlich willkommen bei uns im Studio von Hyperraum TV. Heute stehen Gravitationswellen auf unserem Programm. 2015 erstmals entdeckt, schwärmen Wissenschaftler seither davon, dass mit ihnen ein ganz neues Fenster in den Weltraum aufgestoßen wird. Ich habe zugeschaltet bei mir hier im Studio Oliver Jenrich. Er arbeitet im Science Support Center der ESA in Noordwijk bei der ESTEC im Technologiezentrum. Herr Jenrich, meine erste Frage an Sie. Was hat denn diese erste Entdeckung überhaupt schon Neues auf der wissenschaftlichen Seite erbracht? Also die Detektionen, die ersten drei, das sind alles Detektionen von Systemen von zwei schweren schwarzen Löchern, so im Bereich 15 bis 30 Sonnenmassen, die dann verschmelzen zu einem System, was dann so in der Größenordnung 55 bis 60 Sonnenmassen schwer ist. Und die waren vorher nicht bekannt. Also es war nicht klar, dass es schwarze Löcher in dem Massenbereich gibt. Warum können wir denn die schwarzen Löcher, die LIGO entdeckt hat, nicht mit astrophysikalischen Phänomenen zur Deckung bringen? Die schwarzen Löcher, die wir zurzeit kennen aus dem elektromagnetischen Bereich, die sehen wir entweder wie das Loch in der, im schwarze Loch im Zentrum in der Milchstraße, durch den Gravitationseffekt auf die Sterne drumherum und den Orbit genau vermessen können und daraus halt einen Schluss ziehen können, wie schwer ist das Objekt in der Mitte und wie groß kann es maximal sein. Für die kleineren, da sagen wir jetzt mal so schwarze Löcher in Sternengröße, da sprechen wir dann immer so von, naja, ein, zwei bis vielleicht fünf oder sechs Sonnenmassen, die sehen wir in erster Linie aus den sogenannten Röntgenstrahlen-Doppelsternsystemen, wo wir ein solches schwarzes Loch haben, das zusammen, dass dessen Partnerstern ein ganz normaler Stern ist und das schwarze Loch sozusagen Materie absaugt von diesem Stern und diese Materie in einer sogenannten Akkretionsscheibe um dieses schwarze Loch sich erstmal sammelt, bevor es dann hineinstürzt. Und diese Akkretionsscheibe wird sehr heiß und sendet Röntgenstrahlen aus und die können wir beobachten. Lassen Sie uns da an dieser Stelle kurz über Distanzen sprechen. Die erste Gravitationswelle, die jetzt entdeckt worden ist, liegt in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren. Das ist weit außerhalb unserer Milchstraße, die ja nur einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren hat. Jetzt stellt sich für mich natürlich schon die Frage, warum es eigentlich gerade so weit draußen war, jedenfalls relativ gesehen. Es gibt ja in unserer Milchstraße viele Doppelsternsysteme, auch Pulsare, Röntgenquellen in Verbindung mit angenommenen schwarzen Löchern. Die müsste man doch eigentlich viel besser beobachten können und sie sind uns näher. Warum also die erste Beobachtung so weit draußen? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Das ist die Million-Dollar, das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Ne? So ein ganz klein bisschen, denke ich, kann man die Frage beantworten, bis zu einem gewissen Punkt. Und zwar liegt das zum großen Teil daran, dass die bodengestützten Detektoren, wie alle Detektoren, eine gewisse frequenzabhängige Empfindlichkeit haben. Der große Schritt, den LIGO gemacht hat von der vorherigen Ausbaustufe zur jetzigen, war, dass sie die niederfrequente Empfindlichkeit stark verbessert haben. Und die ersten Signale, die man gesehen hat, sind tatsächlich in einem Frequenzbereich aufgetreten, in dem LIGO vorher quasi blind war, durch den Update der Hardware aber jetzt Dinge sehen kann. Die Neutronensterne, die beiden Doppelsternsysteme in unserer Galaxie, die sind auf einer deutlich höheren Frequenz, da sagen wir mal so ein paar hundert Hertz, also so im akustischen, deutlich im akustischen Bereich. Und da ist die Empfindlichkeit von LIGO gegenüber der vorherigen Ausbaustufe zwar auch besser, aber nicht so viel besser. Ich denke, wenn wir noch ein bisschen warten und die Laserleistung, sagen wir mal, vielleicht noch im Faktor 2 oder 3 hochgeht und ich weiß, dass das also durchaus im Designrahmen ist, dann denke ich mal, wird es auch große Mengen von Neutronensternen binary in unserer Galaxie sichtbar werden. Das heißt, wir dürfen uns durchaus auf neue Erkenntnisse in den nächsten Jahren einstellen mit Gravitationswellen. Können Sie uns an dieser Stelle vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, was die Vorteile der Forschung mit Gravitationswellen gegenüber elektromagnetischen Wellen ist und warum? Den großen Vorteil, den Gravitationswellen haben und schwarze Löcher, sind einfach ganz, ganz einfach.
Sie brauchen zwei Zahlen, um ein schwarzes Loch zu beschreiben. Die Masse und den Drehimpuls. Und mehr nicht. Sie müssen nicht die ganze Turbulenz in der Sternatmosphäre verstehen. Sie müssen nicht die Kernphysik dahinter verstehen. Sie müssen die Entstehungsgeschichte nicht verstehen. Alles, was Ihnen reicht, ist zu wissen, das Ding hat eine Masse und hat einen Drehimpuls. Das sind die wirklich die einfachsten Objekte, die wir in der Welt haben. Aber die Wechselwirkung mit unseren Detektoren ist halt sehr, 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 sehr schwach. Und weswegen es so schrecklich schwierig ist, die nachzuweisen. Jetzt haben Sie mir gerade ein Stichwort gegeben. Sie haben davon gesprochen, dass Gravitationswellen nicht mit der Materie interagieren. Können Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie sich Gravitationswellen im Weltraum überhaupt ausbreiten? Ist das so, wie sich andere Wellen auch ausbreiten von der Physik her? Sie verbreiten sich, soweit wir bislang wissen und soweit wir gemessen haben, mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und das ganz einfache Prinzip ist, durch jede Fläche muss die gleiche Energie, wo soll sie sonst hin? Und das führt dann halt dazu, zu diesem sogenannten 1 durch a Quadrat Verhalten. Das heißt, wenn sich die Entfernung verdoppelt, wird das Signal um Faktor 4 schwächer. Den Vorteil, den wir bei Gravitationswellen allerdings haben mit den Detektoren, die wir zurzeit betreiben, also den interferometrischen Detektoren, die messen nicht Energie, sondern die messen Amplitude. Das heißt, das Signal schwächt nicht mit 1 durch r Quadrat ab, sondern nur mit 1 durch r. Und das ist unter anderem der Grund, weswegen man mit Gravitationswellen sehr viel weiter schauen kann als mit optischen Instrumenten, die, jedenfalls wenn wir uns Licht anschauen, immer nur Energie messen, was dann mit 1 durch r Quadrat wird. Herr Jenrich, danke schön bis hierher. Mehr über die Gravitationswellenforschung und wie sie mit LISA sogar in den Weltraum katapultiert werden soll, darüber in einer zweiten Sendung, auch hier bei uns auf Hyperraum TV.